Okay. Wollen eigentlich Syndicate gucken, aber jetzt erstmal. Das Rematch von dem letzten, ich glaube, das war auch ein Loser Semis. Und zwar Marcus SDA gegen Weißel. Oh, kein Punish. Oh, das tut mir im Herzen weh. Ich weiß immer noch nicht so viel über diese Follow-Ups von Samus nach der Dash-Attack. Also ein Hit musste auf jeden Fall safe sein, aber es sieht immer so danach aus, als ob da noch zwei Hits safe wären. Das ist ja dann auch echt viel Damage. Wow. Ja, diese Projektilschlacht zwischen den beiden, das echt, musste mir alles sehen. Letztes Mal wurde es super knapp, aber da war Mark auf jeden Fall ein bisschen dominanter. Bis dann halt... Oh! Oh, okay. Das war mies geredet. Ja, und 71%, also das ist super entspannt gerade für Jakant, also. Wenn sie erstmal ein bisschen Ferien machen hier in der Town, in der City. Oh, das war... Ach, das wusste ich gar nicht. Man kann also trotzdem praktisch die Ente treffen mit dem Schadschatten. Also, ich dachte dir immer, die wäre wie ein Schwert. Praktisch. Oh, Scary. Ja, auf jeden Fall das Top-Deck. Ja. Oh, sehr schön, den er da druidet hier. Von Marcus ist der und seiner Purple Podium Samus. Dose chillt. Manchmal spielt er so gar nicht mit Dose. Ich muss sagen, das gefällt mir ganz gut, das Play ohne Dose. Ja, das sehe ich auch immer bei. Ich weiß gar nicht mehr, war das Yusan oder. Raito. Raito, genau, bei Raito. Der spielt auch ziemlich gut ohne Dose. Okay, 136%, er darf jetzt nicht mehr traden. Und bei 2-3 Dosen noch, dann war es das so ungefähr. Na gut, vielleicht braucht er noch so 40% mehr. Aber ich weiß nicht. Samus ist ja auch ordentlich leicht. Sehr leicht. Samus? Oder Floaty? Samus ist Floaty, aber sie ist schwer auf jeden Fall. Einer der sehr schweren Stars. Ah, okay. Und Samus kriegt ja das Spiel. Und die Dose. Oh, das war schon ja, das ist super tricky, darum rumzuspielen, um diese Dose. Das ist gefährlich, bitte. Sehr, sie kann zu hängen. Das kannst du! Ja, da geht ein Gemüt schon gerne mal zugrunde. Mhm. Wenn man da von einer getroffen wird, von der nächsten, dann trifft auch noch die dritte, dann kommt auch meistens noch eine vierte. Fragt man sich, was habe ich da falsch gemacht, aber irgendwie keine Ahnung. Ja, im Endeffekt sind es, glaube ich, Air Dodge Reads so ziemlich. Also, ja. Es kommt darauf an, wann er sie fallen lässt, glaube ich. Also, manchmal kann er sie mit der B so rantreiben, dann fangen die Leute an zu Air Dodgen, lässt er los und dann fallen die da praktisch rein. Stimmt. Ja, sie kann ja auch mitziehen, also sie kann mit so einem kleinen komischen Zieh-Hit treffen. Und so eine Ecke von der Dose, die ich ganz komisch. Ich muss lauter machen ein bisschen. Score, score, score! Bang, 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 bang. Schon besser jetzt. Wir sehen, es kommt erstmal eine sehr lange Recovery-Time. So würde ich auch machen auf jeden Fall. Man muss nachdenken, wie man gegen die Dose ankommt. Erstmal ein bisschen chillen, weil das ist echt Terror. Ja, ja, ja. Also mit Samus, wenn man dann gewöhnt ist, dass man eigentlich immer dieses Druckmittel hat mit der B und dann im Endeffekt steht da dann immer eine Dose oder ein Typ mit einem Mexikanerhut oder einem Cowboyhut. Ja, wieder auf Taunus hin, weiter geht's. Und wieder Captain Song. Oh, okay. Das bin ich ja gar nicht gewohnt. Oh, Damage. Krank. Gute Anfangskombo auf jeden Fall. Ja. Oh. Diesmal sehr viel aggressiver hier vorne, Mark.
Aber er muss halt auch wirklich erstmal den Stock ziehen, bevor er irgendwie entspannen kann. Ja. Sonst bringt das nichts, sonst ist das nur Rage. Oh. Oh, nochmal eine. Oh, nochmal eine Upsmash. Der trifft ihn gut auf der Upsmash schon. Ja, dieses Set schon. Also mir ist der auch noch nicht so gut aufgefallen. Der wow. Okay. Ich weiß jetzt nicht, wie viel er hatte. Weißt du das? 120? Ja, 112, 120. Krass. Vielleicht noch die Ei. Ja. Bisschen gefailt, kann schon natürlich sein. 85%. Ein paar Dosen noch und dann war es das auch wieder. Mhm. Letztes Mal sah es halt auch sehr danach aus, als ob Marquez es der gewinnt. Aber dann kam immer Beißer zurück. Aber eben gerade in dem Match sah es ja genau andersrum aus. Bloß auch da, Marquez ist auch auf jeden Fall wieder weggebracht. Es wird schon wieder scary. Ja. Und jetzt bin ich. Ja, weiß, was er da hat, vorhatte. Oh. Das war ja weird. Extra Damage. Ja, extra Damage und extra lange warten. Oh, oha. Damit er pummeln muss. Mashen. Okay. 163%, jetzt ist wieder Zeit für eine D. Oh, killt nicht mal. Boah, ja, sie ist schon echt super schwer. Ja, stimmt schon. Wow. Oh. Was? Er hat ihn mit einer Abwehr getroffen, ne? Mit dem zweiten Hit, der nicht killt. Nee, leider nicht. Okay. Oh, doch. Nicht gepunished worden. Das hätte er auch. Hey. Okay, das war es doch. 74%. Jetzt kommt's drauf an. Mit dem Campen, auscampen. Mit der Dose. Ja, es kommt drauf an, wie viel Geduld er noch hat. Er sieht gerade ganz geduldig aus auf jeden Fall. Duckhand verbraucht weniger Stamina, wenn er einfach neutral spielt, als Samus die gegen anspielen muss. Ja. Weil sich Duckhand ihr nicht nähern darf mit dem ganzen Equipment, das er hat. Ja, und da treffen schon die ersten zwei Projektile wieder. Dose ist diesmal weit oben. Okay, die ist immer noch da. Oh, da trifft sie. Ich habe das Gefühl, Mark hat echt Bock, auf seinen Charge Shot einzusetzen, aber er weiß, da ist wieder irgendwas im Weg. Ja, auf eine freie Bahn zu warten, das kann dauern. Da war schon. War nicht der perfekte Moment. Und da versucht er jetzt gerade mal nicht aufzuladen, sondern er geht ihm wirklich aggressiv hinterher. Das ist auf jeden Fall neu. Oh! Schild ist angedamaged. Oh! Okay. Oh! Gepunished! Der Down Air. Ja. Okay, 1-1. Mark schafft es aufzuholen. Das ist hier Loser Semis, also Best of 5. 1-1 und gucken, ob die wieder auf uns liegen. Okay, also Beißel nimmt jetzt die Kopfhörer zu seiner Hilfe. Oh, und die FD, die vertraute FD. Ja. Jetzt wird's sehr ernst. Oh Gott. Ja. Grundsätzlich lohnt es sich mit Duckhand nicht so wirklich zu traden. Also wenn. Ich glaube, die Dose macht nur so 8 bis 10 Schaden. Oh Mann, was? Ja, das ist halt so, ich weiß nicht. Wenn es läuft bei Duckhand, dann läuft es einfach bei Duckhand. Sobald der Dose trifft, kommt gleich eine Decke oder eine Fair oder irgendwas hinterher. Das geht auch nicht damit. Da mag ich. Oh. Der Cowboy noch abgeschossen. Ich bin mir nicht sicher. Gekommen, ich glaube, den Cowboy hat er nicht abgeschossen. Ich glaube, der stand da nur so rum. Okay, jetzt ist es wieder relativ easy. Und die Dash Attacks, diese super early Dash Attacks, die treffen echt gut. Ich glaube, weißt du, wäre da, glaube ich, ganz gut mit bedient, wenn er einfach nichts tun würde. Dann würde die Dash Attack nicht daneben gehen. Okay, guck mal, was du jetzt fragst.
die Dose, wenn die da so hinten rumsteht, dann weiß man halt auch mal direkt, da ist irgendein Setup. Also gleich wird er da reingeworfen oder sowas. Oh! Oh. Die Dose, die rührt sich ja nicht mal einen Millimeter. Die nimmt alles auf. Wow. Charge Shot, okay, nehme ich. Ja, ja. Okay. Oh, was? Oh, okay. 170%. Jetzt muss er wieder aufpassen. Oh, so unfair. So creepy einfach nur. Das ist so scary. Man achtet schon auf nichts anderes mehr als auf die Dose und trotzdem trifft sie einen. Das ist halt so, was ein... Oh, wow. Der hat fast gesessen. Und der extra Damage aus dem Jab von... Da kommt man schlecht raus, auf jeden Fall. Ja, und Mark wird jetzt auf jeden Fall ein bisschen zu antsy mit den Dash Attacks. So eine Random-Attacke ist ja schön und gut, aber Dakan schmeißt auch gern was rein halt und das ist dann nur der extra Damage. 55% jetzt. Also wirklich, beide Spieler haben echt Probleme, den Stock zu ziehen. Also das Ding, Dakan hat sich damit abgefunden, aber Samus will dann halt auch irgendwann den Stock haben. Jetzt chillt er bei 848 und ist nicht... Oh! Okay! Boom! Boom, prap, plap, 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 plap. Skibidi, boom, plap. Oh Mann, da ist genau der Posten im Weg, aber er scheint ihn anscheinend zu punishen dafür. Boah, das meine ich wieder sehr. Bombe Twitter, Dose für 14. Ski ab! Ja, jetzt ist natürlich, also das ist da ziemlich perfekt für Weiße. Er braucht jetzt nur noch seinen Daily-Kram zu machen. Oh. 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 Die Dose ist draußen wieder. 150. Also viel mehr macht er nicht mit. Oh. 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 Okay. Da wollte ein bisschen viel draus bekommen, auf jeden Fall. Aber wollte nicht gepunished, aber es ist gelogen. Yes. Oh, okay. Da ist der Damage. Die Dose wird natürlich auch stale. Oh. Wow. Oh. Boah, die lebt noch! Okay, oh mein Gott. Auf jeden Fall tot. Oh, oh. 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 Sie ist so stale. Eine Dose. Eine Dose noch. Oh. Ja, jetzt ist es halt fast jede Attacke, fast ein Grab schon. Okay. Okay, die Air Dodge Reads. Aber grundsätzlich muss er halt super vorsichtig sein wegen den Trades. Ja. Oh. Da kommt wieder die Dose. Ah, sie ist jetzt zurückgelassen auch. Oh. Ja, nicht Upthrow? Ich meine echt ein Upthrow killt jetzt. Sollte es eigentlich auch killen. Oder oh, ein Up-Tilt. Warum nicht? Okay. Boah, und da steht 2-1. Twines. Das Duck-Hunt-Duel. Also, Jungs und Mädels vom YouTube, wenn ihr Bock habt, richtig eure Nerven zu zerstören, dann solltet ihr auf jeden Fall Duck Hunt und Samus spielen. Die haben es echt drauf, was das angeht. Man merkt, die sind immer der zurückliegt, ist so on edge. Weißt du? Ist echt so. So dieser Druck, perfekt zu spielen, aber trotzdem mega aggressiv zu spielen, um überhaupt aufzuholen, weißt du? Gerade bei Duck Hunt, der halt immer mit der Dose traden kann, aus der kleinsten Sache, dass du ihn nicht comboen kannst. Die Dose kommt echt nichts an, irgendwie. Echt gar nichts. Was ist das Problem so? Oder die Schwierigkeit gegen Duck Hunt? Die Dose macht's einfach aus. Ja, also das Ding ist halt, wenn man dann Cloud gegen Duck Hunt spielt, dann ist es schon wieder was ganz anderes, weil dann hast du das Gefühl, die Dose gehört dir praktisch, weil du machst irgendeine Attacke, am besten näher oder sowas, und du triffst Duck Hunt, er fliegt weg, du triffst die Dose, sie fliegt weg auf Duck Hunt und trifft, ja. Boom. Pum, 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 pum. Pum, 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 pum. Skia! Und pum, 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 pum. Pum, pum. Pum, pum. Leider sind wir voll mit Internet-Memes momentan. Und wir sind jetzt hier im vierten Match. Auf Smashville. Starterville. Finishville vielleicht auch. Wow, weil das ist im Moment ein extrem heftiger Druck, den hier Beißel ausübt. Weil Mark will einerseits nicht offstage gehen. Oh, das ist so heftig. Die geben sich einfach so heftig. Der Shit, einfach mal gerade so zwei Pairs Conversion gemacht. Mhm.
Mark versucht zu forcen, irgendwie sich rein zu forcen, sehr aggressiv zu spielen. Und eigentlich muss man das auch machen gegen Dakan, weil das Ding ist, manchmal kann man es einfach nicht machen. Manchmal geht das nicht. Manchmal ist der Dakan einfach, ich weiß nicht, er macht viel, viel Damage und er hat ein extrem komisches Neutral, weswegen man manchmal echt nicht mit ihm traden kann. Also es kommt halt drauf an, wer die Conversion danach kriegt. Und nach einer Dose kann Dakan halt True noch Stuff machen. Das sind auch schon wieder 132%. Gucken wir den Kill-Kombo. Ja, das ist immer spannend. Oh! Das war die sogenannte Zug-Hitbox von ihm. Ganz komisches Ding. Wenn neben der Dose ist, dann trifft sie, dann zieht sie einen ran. Und eben, wie eben gerade, auch manchmal einfach von der Stage. Oder Stage spiked sie. Was auch eine fiese Sache ist, an die man adapten muss, ist halt, erstmal bei Samus ist es ziemlich schwer zu wissen, wann man airdodgen darf und wann nicht, weil manchmal muss man airdodgen und manchmal darf man es einfach nicht. Back air von Samus, falsche Richtung, okay. Und bei Duck Hunt, die Back air. Ja, die hat einen ordentlichen Sweet Spot. Ja. Und bei Duck Hunt ist das, woran man sich echt gewöhnen muss, man muss sehr aktiv gegen ihn spielen. Man darf nicht Autopilot anmachen, weil sowas wie die Cowboys das komplett verhindern. Du kannst dich auf die nicht einstellen. Es ist immer ein anderer Rhythmus. Oh, eben gerade dachte er könnte ihn punishen, dann kommt auf einmal der schnelle Cowboy und knallt ihn wieder ab. So. Das ist auch unterschiedlich Damage. Der langsame ist bestimmt der am meisten Damage gibt. Ja, ich denke auch. Dann gibt's noch den Mexikaner Cowboy. Ja, krass. Okay, der Mexikaner-Cowboy, der schießt durch Sachen durch. Also wenn du sie schildest oder wenn irgendwas im Weg steht, kommt die durch. Das ist echt heftig. Ja, und ich glaube, die hat auch am meisten Range, bin mir noch nicht sicher. Die haben auch verschieden viel Range auf jeden Fall. Ja. Alles easy, oder? Ja. Diesmal der Dalmatiner ohne die Dose. Und direkt noch eine. Okay, Dose ist draußen. Charged Shock ist aufgeladen. Jetzt versucht er sich irgendwie einen Weg frei zu bahnen. Er schießt ja alles weg, was man auf Deine Dose frisst dich. Aber es kommt immer neue. Zum Hund kommt er einfach nicht. Ja, Hund und Ente sind dann doch ein bisschen zu schnell. Beide gehen auseinander. Hund und Ente, er würde gerne ein chinesisches Gericht daraus machen, aber das funktioniert gerade irgendwie nicht. Das ist ja nice, ja. Wuff. Aber richtig. Wenn dann doch mal ein Charge Shot trifft, dann ist es auch mal scary, schon bei 50 oder so. Voll auf dem Plattform noch weiter rechts. Ja. Und jetzt ist es eigentlich wieder komplett even. Okay, Mark, das ist der Arzt auf Stage. Wer hat die größeren Nerven? Die größeren, die längeren. Oh ja. Es gibt zwar noch 2 Minuten, aber ich denke, das wird vorher entschieden. Ja, ich denke auch. Jetzt kommen. Grab, nice. Okay. Ja, die Kamera followt auch immer gerne. Oh, der Jab nach der Dash Attack. Das ist auf jeden Fall ein kleiner Trick von Mark, der ganz gut geklappt hat bisher. Aber eben wieder diese Zug-Hitbox. Inzwischen hat Weiß er sich ganz gut eingestellt auf. Und das war's. Das war doch die erste Abwehr in dem Match. Ja, die erste, die richtig getroffen hat auf jeden Fall. Und Duck Hunt Duo beißt.